Sheriff. Sheriff, Sheriff, Sheriff. Gucken wir uns den Spaß hier mal an. Faro Wolde, hier ist Maggie, hier ist Chamäleon. Ja. Marmel steht hier. Ich stehe hier mit Maggie. Marmel ist nach unten gelaufen. Oh, hier ist irgendwo ein Bomber. Und der muss ja jetzt noch im Vent chillen, ne? Kann ich da jetzt einfach reinholzen? Also muss nicht, der kann einfach weggelaufen sein. Aber wir haben auf jeden Fall einen Bomber drin. Hier steht Faro auf der anderen Seite. Kann es sein, dass Faro hier Chamäleon ist und jetzt nochmal bomben will? Keine guten Imposter-Runden diesmal. Hallo, hallo, Freunde, Freunde, Freunde. Ich habe Vivi gefunden. Kapo. Oh, und Faro ist auch tot, ne? Oh nein. Ja, Vivi liegt bei der Karte. Ne? Bei der Karte, Freunde. Im Office? Nur gar keine Landkarte. Genau, bei der Karte, die man durchziehen muss da, ne? Beim Registrieren. Weiß man, wie alt die zumindest ist? Nee. Wie? Also ich war in Spaceman und da war Stuggy Voldemort. Ich bin rausgelaufen, dann kam mir Shai entgegen aus dem Office. Ja, die stand jetzt bei uns in Spaceman, da waren aber auch noch Dasher und Knecht, die jetzt gerade. Yes, ich bin aber von oben gekommen. Also ja, ich bin da ja auch so dermaßen von da. Mhm, ja, stimmt. Ist auch da, ja. Smaggy war beim Lightfix, das habe ich noch gesehen, da war noch irgendjemand. Vivi war mit uns und die Bombe war unterm Cage. Ich hatte ja am Anfang geschielt, genau, und deshalb bin ich runtergelaufen, um zu gucken, wo die Bombe genau lag. Und ich dann war Baro war im O2 mit mir, der war im O2 am Baum. Ich habe noch Sauerstoffflaschen gemacht, bin jetzt rausgelaufen, stehe hier rechts von Communications. Baro muss richtig frisch sein. Ich call das jetzt einfach. Ich bin ein Specimen gewesen und ich habe diese Runde schon wieder Handschellen. Ich würde das jetzt gerne einfach callen, ja, weil am Ende. Ich traue ihm einfach nicht. Smaggy hat neben mir Faro weggemacht in O2 und hat dann ein bisschen rumgewiggelt. Ich glaube, er spielt auf Sheriff, aber in der ersten Runde einen Imposter erschießen, finde ich ein bisschen weird. Deswegen glaube eher, dass er irgendwie Jakal ist oder so und Sheriff verkaufen will. Verstehe ich, aber ich finde gut, dass er momentan ein bisschen auf seine Gesundheit achtet, weil sonst hätte er ja gerade eben nicht Light gefixt, sondern Normales gefixt. Ich habe zu früh gewotet, schon wieder. Ja. Ich verstehe die Jokes nicht. Also es kann sein, dass er Sheriff ist, aber ich glaub's ihm nicht. Ich habe gehofft, dass der Imposter gestern noch drin ist und der sich davon baiten lässt und dann Sheriff of Smaggy macht, weil er davon ausgeht, dass sein Imposter-Kollege halt erschossen wurde. Aber selbst dann wüsste er nicht. Aber es kann trotzdem sein, dass er sich dadurch so ein bisschen bedrängt fühlt, ne? Der Imposter. Und im Zweifelsfall dann vielleicht Sheriff of Smaggy macht und nicht auf mich. Was ja nicht schlecht ist. Ich laufe mal auf den Level und mache da meine Tasks. Terste, Maimel und Stugi stehen hier. Now. Hallo. Hallo. Hallo, Leute. Mal, der hat gerade noch gelebt. Ja, ich habe ihn auch gerade noch gesehen. Er lag aber gerade neben mir direkt. Wolde hat sich schon wieder verschifft. Ich weiß aber nicht. Ich weiß aber nicht, ich bin nur zurückgelaufen. Ich bin ein bisschen vor Terste und vor Flest weggerannt und bin wieder zurück Richtung Lifeline und da lag er gerade. Warum lag er denn vor Flest und Terste weg?
Ja, eben. Okay. Ist mir ja, unangenehm. Eben. Warum? Verstehe ich okay, auch ja. nicht. Das verstehe ich. Mich auch. Terce, was hast du gesehen? Also ich bin ja rausgelaufen, da standst du noch zusammen mit Meimel und Stuggi Vorläuflern. Ach, Stuggi war auch da? Ja. Mhm. Ach du Scheiße, ja, nee. Er hätte auch was gesagt, aber der ist ein bisschen tot. Ach du Scheiße, nee, ich hab nichts gemacht. Ich darf ich leider nicht reden. Heute geht die goldene Himbeere an, Terce. Nichts gesehen, ne? Die Sache ist gerade im Office links von mir. Ich war auch ein bisschen abgelenkt wegen dem Joke noch von Katze. Ich hab die ganze Zeit, ich hab das nicht verstanden. Ne? Hast du den Doktoranden gerufen, der ihn dir erklärt? Ja, die Leute schreiben hier Lights wegen wenig Fett. Ja, Light-Produkte. Ja, der Joke war auch echt bad. So. Ja, ist gesagt, manchmal ist gut, war. Aber das war nicht gut. Ja, weiß ich nicht, Meimel, was war denn da? Hä? Was hab ich dir gerade gesagt? Ich bin rausgelaufen, er kam hinterher, ich gehe aber nach rechts wieder Richtung Lifeline und er lag dann da ein paar Sekunden später. Ja, weil ich bin jetzt fast nämlich schon links raus, ne? Das kaufe ich ihm gar nicht ab. Hast du gedacht, das wäre jetzt ein guter Killspot oder was? Links oder rechts raus? Ja, links raus. Ja. Ich stehe auch gerade in deiner Gegend. Aber ich bin über der Türe von Lifeline rechts, nicht drinne. Ja, das ist schön. Wollte den Killer. Oh, jetzt hast du mich gewotet, ne? Ich bin gar nicht tot. Doch. Noch. Ich bin auch tot. Aber Vlesk ist ganz gefährlich. Achtet auf Vlesk. Nicht jeder Bär ist gefährlich. Ja. Nur aber Vlesk-Bär ist. Aber der Papa-Bär. Höhlenmenschen sind unberechenbar. Ja, beide hatten auch einen Vote, die haben sich gegenseitig gewotet, aber ich würde hier auf jeden Fall eher Richtung Meimel tendieren, weil das, was Meimel gesagt hat, das klingt für mich einfach nach überrascht worden durch Bait. Das klingt, das hat kein Hand und Fuß und gar nichts. Das, was Terce gesagt hat, das klingt für mich einleuchtender, dass er einfach nicht aufgepasst hat. Das klingt so nach dem, was Terce halt passieren würde. Problem ist, jetzt finde ich Meimel nicht. Faro war auf jeden Fall Bomber. Da bin ich mir relativ sicher. Dasher. Oh hier, kommt hoch sogar. Geil. Aber meint, er ist irgendwo anders hin. Ist er unten in O2 rein vielleicht? Mann, Meimel, wo bist du denn hin? Ich sehe, ich habe nur einmal das Piepsen hören von Office. Links aus Office raus. Zugriff. Mann, ich finde die nicht. Todesmaggie. Hallo. Hallo. Knecht, die war schon tot, als ich an der Lifeline war und Maggie muss auf dem Weg gestorben sein. Der liegt vor der oberen Beacon. Vor der oberen? Achso, okay. Ja. Knecht, die ist auch noch tot. Hast du irgendwie gesehen, Dasher? Nee, der wird wahrscheinlich rausgewendet sein. Knecht, die Edition gegen Handschellen. Also Knecht, ich hab schon wieder Schellen, okay? Klar, also, aber da sind uns die Hände gebunden, sehr ich schön. Ich war auf der Lifeline, ich weiß nicht, wo Knechte hingegangen ist. Katze war im Baumraum, Toshi ist in Auto reingegangen und Meimel ist rechts im Office rein, als ich von der Lifeline weggelaufen bin. Ich bin gerade ins Office rein, da habe ich Meimel rauslaufen sehen, links. Mhm. Genau. Ich frage mich halt die Aktion davor, ne? Beim Meeting davor, wo Meimel und Blesk da bei Stuggi waren. Mhm. Einer muss da ja gekillt haben, oder nicht? Ja, aber ich bin ja derjenige, der als erstes weggelaufen ist. Also wenn, dann ist es zwischen euch beiden. Ich. Ja, gut, aber ich frage mich jetzt auch mal rein logisch, ne? Wenn wir drei da stehen, wer killt denn da Stuggi dann? Also jeder weiß doch, dass wir da stehen. Das ist es halt. Ich glaube nicht mal, dass es einer von uns drei sein muss. Wir wissen ja auch gar nicht, wo die anderen zu dem Zeitpunkt waren. Also meinst du Vampir bist, oder was? Nee, Stuggi hat sich erschossen. Kann auch Warlock oder irgendwas sein, oder sowas. Ich kann das für dich aufschlüsseln, Stuggi hatte sich erschossen. Weil die Runde danach war ich jetzt zum Sheriff befördert.
Das bedeutet, er musste der Sheriff gewesen sein. Oder Wolde, wo er sich verschifftet hat. Ja, das könnt ihr ja, ist ja egal. Aber Stugge kann ich mir das mit dem Schießen vorstellen. Dann habe ich dann, also, ne? Die Handschellen, ne? Fand ich jetzt nicht so nett. Ich finde das ganz gut. Nein, glaube ich. Ich habe auch sehr gelacht, aber ich meine doch einfach die Person, die dir die ganze Zeit gibt. Du siehst doch, wer bestimmt bei dir ist die ganze Zeit. Aber ich mache doch einfach meine Tasks. Ja, ist doch okay. Ich wie soll ich den denn meiden, wenn ich da stehe? Wenn wir nicht warten müssen. Wir kriegen keinen raus. Ja, keine Ahnung. Nee, ich habe den. Also ich hätte jetzt hier gewotet, Kinder. Ja, ich habe mal gewotet. Mann, jetzt finde ich den schon wieder nicht. Die auch schon wieder das scheiß Licht aus sein muss, ne? Desha, wo ist Maimel? Ist er in die Cam gelaufen? Oh, bitte sei in der Cam. Bitte sei in der Cam. Nee, es ist Terste. Krise. Ja, Bruder, warum denn? Jemand voten. Ja, weil wir jetzt noch keine Killer. Wir haben noch kein einziges Mal gewotet. Bei 6 ist ein bisschen gefährlich. Müssen wir jemanden raushauen. Aber wen? Wir haben noch gar keinen gewotet, ne? Fährst du, wo wir da bei der Lifeline waren? Da waren wir mit Flesk. Hast du noch irgendjemanden gesehen in der Ecke? Oder Flesk vielleicht? Guck mal, ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe ja erzählt, ich habe über den Joke nachgedacht. Und so ein bisschen. Ja, du lachst. Bisschen Denkhilfe, so ist okay. Und, aber ich war schon links raus. Also du warst der Letzte da mit Stugi. Du hast ja auch reported dann, ne? Ja, gut, bei Stugi gehen wir aber vielleicht auch davon aus, dass er sich erschossen hat. Also er war halt hinter mir. Nee, gehen wir nicht. Also glauben wir wirklich Items? Nicht. Nein, ihr solltet mir nie glauben. Ich bin so dermaßen Tracker, das glaubst du gar nicht. Ja, es wäre aber nicht ungewünscht bei Stugi. Smaggy ist ja tot und er hat gesagt, Vlesk ist sehr sus. Oder irgendwie komisch oder so. Vlesk hat mich aber easy umgebracht eben bei Lies. Also wir waren da wunderbar alleine und deswegen. Also jetzt gerade, aber ich löse das jetzt mal für euch auf. Ja. Okay. Dann wisst ihr auch, warum ich laut Smaggy sus war. Ich habe Smaggy in die Schuhe geschoben, Faro getötet zu haben, ist natürlich Quatsch. Ich bin derjenige, der Faro getötet hat, ich bin der Sheriff, ich lebe auch noch, sprich Adams erzählt Quatsch. Ja, Faro war der Bomber. Sorry. Ich habe in der ersten Runde einen Imposter umgebracht, sprich wir haben auf jeden Fall nicht zwei Imposter hier noch drin. Faro war Chameleon und ich habe, als ich in Death Valley stand, durch die Wand gesehen, wie Faro in dem Gang zwischen Electrical und O2 unsichtbar wird und einfach stehen bleibt. Und ich fand das so sass, dass ich mir dachte, ich laufe da jetzt mal vorbei. Und balle einfach rein und Faro ist umgefallen. Aber bist du auch der Handschellen-Typ? Nein. Achso. Oh Mann, aber wie habe ich im Kopf, dass du ein Bomber bist? Und ich will seit 2 Runden Maimel erschießen, aber es geht leider nicht, weil ich Maimel einfach nicht finde. Ich finde ihn nicht. Also ich. Ja, weil ich denke, dass Stugi der Bait war. Schieß, hey. Schieß. Stimmt, nee, muss ja nicht. Ja, das ist ein guter Call, ne? Das ist die andere Möglichkeit. Das war das fehlende Puzzleteil. Das sieht falsch aus. Na, wieso? Wenn einer wirklich tot sein sollte von dem Bösen, dann könnte das äußerst richtig sein. Oder auch nicht. Es ist die Frage, wer der Böse ist, der dann übrig bleibt. Also ich gehe davon aus, dass Maimel tatsächlich böse war. Shoshi sagt andauernd, die macht nur Tasks und so. Es kann natürlich gelogen sein. Es ist generell nicht ganz leicht rauszufinden, wer noch böse ist. Wir haben jetzt bei 5 Leuten jemanden gekickt, ne? Wie viel sind wir noch? Wir sind noch 5. Sprich, könnte theoretisch schießen. Ja. Aber ich habe halt auch noch nicht so wirklich den Überblick. Wer es ist. Terst ist bei mir. Electrical und O2 waren Leute. Hier haben wir das Licht ausgemacht. Und Licht wieder angemacht. Lass nochmal gucken, wo die Leute gerade sind. Eine Person Electrical. Ansonsten sind alle Open Field. Immer noch eine Person Electrical. Shoshi ist bei mir. Und jetzt ist Dasha tot. Sprich, ich weiß, dass Shoshi nicht ist. Electrical ist so mein erster Ansatz, weil da andauernd Leute rumgehopst sind. Aber hier liegt anscheinend auch niemand. Doch. War eine Cam. Der erste läuft Lifeline.
Und jemand ist in Lab reingelaufen. Hallo! Now. Ja. Okay. Shoshi und ich standen an Lifeline, als Dasher gestorben ist. Und Items war auch da. Wo ist die Leiche? Wie, was, wie? Items habe ich nicht gesehen. Doch, Items war auch da. Wenn die Leiche O2 ist, von da ist mir Terst entgegengekommen. In Security. Okay, ja. Wo ist die Leiche O2s? Security. Da war ich. Kamera. Kamera. Das ist ja, gut, das ist ja übel weit weg von O2. Nö. Ja, das ist halt. Ist das bad. Na klar! Habt ihr gestern Fußball gesehen? Nee, ich habe bisher noch kein einziges Spiel geschaut. Okay. Ja. Ja. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist die Story, die du erzählt hast mit den Schotten. Guck mal, die Sache ist die, ne, ich würde jetzt hier Items nicht voten, aber wenn ihr unbedingt wollt, können wir das machen. Ich fand das vorhin auch sehr sass mit dem Sheriff, mit der Aktion da. Ne? Ja, die Sheriff-Aktion war wirklich ziemlich sass, da muss ich dir recht geben. Ja. Also ich kann mich da auch ganz schlecht verteidigen, was das angeht. Ich würde mich da auch voten, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also Shoshi, du sagst, Items ist raus, ja? Ja, definitiv, 100%. Wart ihr jetzt echt zu dritt da? Ja. Nein, ich war nicht auf dem gleichen Haufen, aber ich war nicht weiter weg. Also als ich aus der Tuch kam, ist mir Items rechte Seite Office gekreuzt. Genau. Ich muss ihn leider wirklich entirely rausnehmen. Ich bin sehr mad, aber ja. Und Blesk kannst du auch rausnehmen. Ja, Blesk war beim Kill halt actually halt bei mir. Die ganze Handcuff-Sache wird keinen Sinn ergeben, wenn sie Lawyer wäre. Sprich, für mich gibt es keine andere Möglichkeit. Voten wir uns dann theoretisch einfach nicht, sondern wir voten mich? Oder wie darf ich das sehen? Ey, warte mal. Worauf soll ich warten? Ah, er weiß die Handschellen, ne? Ja. Er kann die Handschellen wissen von Shoshi. So, Tessa, wie kann man dir helfen? Er kann das mit den Handschellen wissen, er kann gewinnen. Ich bin Tracker. Okay. Die lügt. Das ist gelogen. Ah, Terze. Schweinerei. Kannst du wirklich behalten. Also, wenn du mir Handschellen geben willst, dann rede mit mir, aber lass mich in Ruhe. Du warst echt Deputy. Ja, sie hat doch die ganze Zeit gesagt, dass er Deputy ist. Ja, Items, du sollst mir geschickt. Ich dachte mir gerade, oh, das ist RIP. Ich denke mir so, wie konntest du mir das Freude? Dann hätte ich ja jetzt gewinnen können. Ja, aber hast du ja nicht. Also, du hast ja Lust für mich denn gesehen. Das ist es wieder. Also, dort, ne? Ich denke, Leute, du bist ja nur zu mir hoch, hast mich abgeschossen und wieder runter und das Licht war aus. Ich so, hä? Wie kann er mich da gesehen haben als Chameleon, ne? Ja, ich stand auf der anderen Seite, aber du warst so nah an der Wand, dass ich gesehen habe, wie du hinter der Wand unsichtbar bist, ja. Ja, das war also die einzige Erklärung, weil ich dachte so, hä? Wie hat er das gesehen? What the fuck? Wie kann er mich da sehen? What the fuck? Er läuft direkt auf mich zu, schießt und wieder zurück. Ja, ich hab gedacht, wenn der jetzt hier stehen bleibt, ist er der Bomber, 100 pro. Das ist am Machen, ne? Das ist, weil Tatze immer so viel Müll erzählt, glaubt man dem dann nicht, wenn der mal die Wahrheit sagt. Ne? Aber ich hab das noch erzählt, nicht er. Ja, aber dann hat Bless gesagt, irgendwie er wäre der Sheriff. Nein, er hat gesagt, er sei der Sheriff. Das Ding ist, ich habe letzte Spielrunde so viele Handschellen bekommen. Es reicht. Ah, scheiße, das hab ich durcheinander geworfen. Ich hab dir sogar eine Hilfestellung gegeben, Terst. Ich meinte, bist du denn auch der die Handschellen verteilt? Und er so, nein. Das heißt, der Deputy war auch noch drin. Ja. Aber das war ja, also, ich fand es so relativ offensichtlich, dass Items der Deputy ist und Shoshi dauernd Handschellen gibt. Ich dachte, das war klar. Ah, schon wieder Crew. Ja. Ich vertraue Vivi jetzt mal. Ich truste jetzt mal. Und ich vertraue auch darauf, dass jemand in Vivi auch mal reinsticht. Ich glaube, in Vivi wird sogar relativ oft reingestochen. Ich vertraue einfach darauf, dass Vivi oft stirbt. Maimel ist gerade bei mir irgendwie reingelaufen, reingedippt ganz kurz. Sah weird aus. Das Mengen Terste waren hier. Nächste liegt vor der oberen Deko. In der Trap
war Smeggy, waren ich und war, glaube ich, Faro. Ich war auch da. Ja, ja. Ich war auch da. 2-3. Also wie gesagt, ich bin Anfang der Runde direkt Specimen gegangen. Bin aus Dekon raus und Knecht liegt voller Dekon. Kann jemand sagen, wer von euch der Dete und wer von euch der Leiter ist? Weil der dritte ist Jackalgesser. Ich bin Dete. Leiter. Nice try. Wer von euch ist es jetzt? Ich. Der einer von den beiden lügt. Ja. Ich bin's nicht, war ja kein Trap. Das heißt ja, einer von den beiden, ich habe überhaupt nichts gesagt. Also Faro, schade. Also meine Rolle. Ja, weil dich ja noch niemand angesprochen, Faro. Wer war in der Trap außer Smeggy? Faro, direkt zu verteidigen. Bitte, Vivi? Wer war in der Trap außer Smeggy? Ich hab noch, also, weiß, Maimeland rumgelaufen, aber ich hab nicht gesehen, dass er in der Trap ist. Ich hab mich nur allein in der Trap gesehen. Maimeland, ich weiß nicht, wer rein. Zusammen in der Trap. Ja, ja. Ah. Und da ist ein Schakal drin. Nee, ich bin kein Trapper. Achso. Ich wollte gerade sagen. Mann, ich wollte dir das gerade merken. Trotzdem habe ich eine Rolle erkannt. Wer war noch? Smeggy, ne? Stehen gerade in Komst. Yes, ich stehe mit Vivi an den Sauerstoffflaschen. Ich habe dich zwar nicht gesehen, Terste. Ich habe ihn gesehen. Nee, okay. Also ich habe keine Ahnung. Aber Marie, hast du oben Knechte hingelegt? Weil das ist dein Laufweg? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur vorne eine Task gehabt und bin dann wieder runtergelaufen. Bin Admin gewesen, dann war ich unten am Table und gerade oben bin ich wieder zurück zur Lifeline. Da stand auch gerade noch Zayana, glaube ich. Ja, ich stand da. Kann es sein, dass Katze nicht töten kann? Das ist immer möglich. Ist sowas Chamäleon und er ist an mir vorbeigelaufen? Ja, und hat mir Joshi ist versucht, sie zu verfolgen, um sie dann theoretisch in den Kamin zu schubsen, aber sie war nie in der Nähe von der Feuergrube. Ich habe keinen Killbutton, aber ich wollte schubsen. Ich wollte schubsen. Hast du mich da trotzdem gesehen? Hä, nein, Marie ist Chamäleon. Oh, warte, ich hab vergessen, die letzte Runde zu markieren. Was war ich letzte Runde gleich nochmal? Tracker. Tracker versus Faro. Mal Dings. Filler. Okay. Zayana ist hier bei mir, auf jeden Fall. Unsichtbar, quasi. Und Faro ist da unten reingelaufen. Items läuft da raus. Oh. Shoshi mit der Bloodyspur. Hola. Hola. Nein, wieso reportest du? Weil da eine Leiche lag. Oh. War aber gerade ein Ninja-Kill. Obere Dekon. Ach, krass. Ninja Kill auf dem Medbay-Scanner? Nee, Ninja Kill auf Dasher vor Electric. Ich bin gerade rausgelaufen und da ist jemand mit einer Bloody-Spur nach unten gelaufen. Ich wollte der Bloody-Spur gerade hinterherlaufen, hab aber nicht mehr gesehen, wer es ist. Also, zuletzt kann es nicht gewesen Katze, sein. Katze, Dasher und Terce im Lab gesehen. Katze, ich lasse jetzt. Da war aber noch einer marinieren. Mehr im Lab-Laut-Atmen. Ja, einer sie denkt jetzt so, ich bin gleich gekommen. By the way. Also, ich bin in Electrical. Wollte gerade Lights lassen, aber die sind schon fertig. Dann Messer gleich ja, die rein. Lights out gestorben sein, weil ich habe ihn vorher noch auf der Cam gesehen. Ja, 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 Terce ist relativ frisch. Ich werde das Messer gleich richtig reinrauben. Die beiden sind in den letzten 15 Sekunden gefallen, ja. Ich bin zwischen Admin und Dings hin und her gependelt. Ja, zwischen Feine Katze und Maimel wird auf jeden Fall der Killer sein. Also ich bin es nicht bei Medbay Scan. Aber es sind doch gerade zwei Leute Electrical reingelaufen. Genau, also Flask war in Camps, ich bin auch in Electrical rein und Faro war noch in O2 unten, glaube ich, irgendwo. Smeggy? Nee, das traue ich nicht, aber es sind gerade zwei Leute, glaube ich, Electrical rein. Euch kann ich für den Ninja rausnehmen. Ja. Denkt ihr, es ist richtig widerlich, wenn man den Imposter, der denkt, dass er mit dem Kill davongekommen ist, jetzt auf einmal nach 60 Sekunden ans Messer liefert, indem man sagt, dass er Ninja war, aber on Cam getötet hat? Mach. Oh, du warst in Camps, hast du es gesehen? Shoshi? Also, das Ding ist... Das Ding ist, sagt das Ding ist ein Radiosender. Und stand in der Trap. Oh, also, du hast einen Kill gemacht und bist dann runtergerannt. Ich habe nicht gesagt, dass ich den getötet habe. Achso.
So. Aber Smaggy von der Logik her. Also ich schaue auf meine Spöße. Und Katze würde doch auf jeden Fall auf irgendjemanden schießen, wenn er einen Killbutton hätte bei Chameleon, oder? Ups. Katze war auf jeden Fall ein Killer. Wer sind da jetzt noch mitgeflogen? Katze. Katze. Oh. Und Smaggy. Läuft. Okay, ja gut. Warum nicht? Warte mal, Vivi, bist du Jakal? Shoshi? Nee. Aber Shoshi ist. Warte mal, wer ist denn jetzt gegessen worden? Ninja. Shoshi. Und Items hat sich einfach mit in die Luft gejagt anscheinend, oder? Maybe. Oder Items war... Ach, keine Ahnung. Also mein erster Instinkt ist, dass Items gesagt hat, ah, scheiß drauf, und hat einfach direkt... direkt gegessen. Trapper auf irgendwen oder so und... sind halt rausgeflogen. Wo ist der Scheißplanet hier? Entschuldigung. Entschuldigung, das ist sauer. Security Guard hat irgendwo zugemacht. Ey, aber Vivi ist noch nicht einmal irgendwie abgestochen worden. Das kann das schon wieder nicht sein. Maimel und Stuggi sind hier. Ich mach meine Tasks mal eben fertig. Komm, jetzt einmal in Vivi reinstechen, bitte. Jetzt muss einer in Vivi reinstechen. Und dann hämmer ich den Button und alles ist gut. Außer Vivi ist böse. Wenn wir Stuggi boten. Hi, Faro, red das mal. Ja. Ja, das war Stuggi, der da gekillt hat. Mhm. Ach. Wo? Vor Electrical. Eingang Electrical. Können wir ihn einfach rausvoten? Stuggi, warum? Stuggi, weil ich er böse nicht, ist. Aber seid ihr vier böse, dann ist es... Ja, alle vier sind böse. Also, Stuggi, ich kann auch fragen, warum Stuggi ist. Also, ich war in den Camps, dann ist Licht ausgegangen. Nee, pass auf, ich war in den Camps, dann ist Stuggi... Ich stand in der Trap drin, ne? ...eingelaufen, ist dann, dann habe ich mich ganz schnell verpisst, das Licht ist ausgegangen, aber das Licht ist nicht wieder angegangen. Dann bin ich hochgegangen, habe das Licht angemacht und dann steht oben im, liegt die Leiche. Also Stuggi, warum hast du das Licht nicht angemacht und du warst nirgends mehr zu sehen? Aber auch Stuggi wiggeln sehen beim Electrical im Cage. Nach oben und unten gucken, ob jemand kommt. Ja, also ich weiß gar nicht, was los ist hier. Am 1. April heute hier oder was ist los? Ich habe keine Ahnung, Flask, was sagst du? Ja, also wirklich, es könnte halt sein, dass er Jester ist oder so, nachdem was Faro gesagt hat. Und das muss ja nicht heißen, dass er ein Imposter ist. Ich glaube, dass er da gekillt hat. Ja. Ich glaube auch. Also, wenn der Jakal noch drin ist, definitiv, und Stuggi jetzt gevotet wird, muss der Jakal Jester auf Stuggi machen, weil dann ist ja offensichtlich Jester. Ansonsten gehe ich auch mit auf Stuggi tatsächlich. Wer ist Jester? Wer ist Jakal von euch? 1, 2, 3, 4, ja. Mach Fahrt, du kannst doch eh gessen, Stuggi. Ja, ja, ich bin aber gut Gesser. Mhm. Ja, wenn du gut bist, Stuggi, dann musst du wahrscheinlich Vivi auf Jakal machen. Ich wollte dich jetzt. Das wäre dein Tod. Seht ihr? Wirklich? Also Flask ist es für mich nicht. Also dann muss es zwischen Faro, Maimel und Maimel, Flask sein. Also Maimel ist hundertprozentig safe, kann ich sagen. Dann geh ich auf Vivi. Hä? Warte mal, hallo, dann Maimel! Dann geh ich auf Vivi, ich sag du, wo ich drauf gehe. Ich kann es nicht sein, verstehst du nicht, dass Stuggi gerade Jakal auf mich gegessen hat? Sein. Ja, der Imposter kann halt noch drin sein, ne? Wir haben einfach damit gerechnet, dass Items Imposter ist, aber muss ja nicht sein. Stuggi war wahrscheinlich einfach Imposter. Der hat auch gerade angefangen zu lachen. Bisschen zu früh, so. Ja? Wo ich jetzt natürlich Dinge reininterpretiere. Wahrscheinlich
Weil er versucht hat, irgendwen zu verarschen, so. Das Gute ist... Also Vivi hat halt ein Schild. Sprich, wenn ich einfach... Es ist scheiße, es kann... Oh mein Gott, Stuggi die Sau. Oh mein Gott, Stuggi! Du absoluter Troll! Jesus Christus! Jawohl! Stuggi, Erklärung, sofort! Erklärung! Ich erkläre das euch, ja? Drei Crewmates sagen, ich bin Killer, und ich sag nix. Und dann sagst du, du gehst Schakal auf Vivi? Nee, und guess- hab ich nicht. Ich hab nicht gesagt, ich Schakal auf Vivi. Ich hab nur gegessen. Ich hab nur gegessen. Weil ich wusste, dass du Trapper bist und hab gedacht, du machst das Licht an. Nein, ich hab. Warum ist die Banane? Weg, weil ich dachte, du killst mich. Weil sie zur Sonne hinweg. Ich fand's ja sehr gut, dass ihr alle den Call von Smeggy vergessen habt. Wenn Smeggy gegessen wird, ist es Vivi. Du hast ich wollte dich gessen und dann schreibst du sowas da rein. Ja, ich wusste eh, dass du böse bist. Ich hab dir ein Schild gegeben, Vivi. Ich wusste direkt, dass du überhaupt nicht gut sein kannst. Ja, aber das machst du ja immer. Ja.